Es ist ein Wunder, was sich in den vergangenen 50 Jahren ereignet hat zwischen unseren beiden Ländern. Ein Wunder, das nur Wirklichkeit werden konnte, weil Israelis den Deutschen Vertrauen schenkten. Our two peoples, our two nations have overcome such a difficult past and given birth to the incredible cooperation in the present, and we must carry this forward in the future. . 2015 ist für Israel und Deutschland ein besonderes Jahr. Gemeinsam haben wir daran erinnert, dass unsere Länder vor 50 Jahren diplomatische Beziehungen aufgenommen haben. Damals ein mutiger, aber auch weitsichtiger Schritt. Auch jenseits des offiziellen politischen und diplomatischen Parketts wurden unzählige Ideen entwickelt und Projekte ins Leben gerufen. Die Beziehungen von Mensch zu Mensch fortzuführen und weiter auszubauen, war im Jubiläumsjahr gemeinsames Ziel. Bereits zum 21. Mal feierten am Samstag Bürger und Gäste der Messestadt den Leipziger Opernball. Dieses Jahr stand die Gala unter dem Motto Shalom Israel. Die Highlights des Jahres waren eigentlich jede einzelne Begegnung zwischen den Menschen aus beiden Ländern. Ich freue mich darüber, dass aus diesem Anfang der diplomatischen Beziehungen Freundschaft geworden ist, nicht nur zwischen den Staaten, sondern zwischen den Völkern. Ich freue mich darüber, dass viele junge Israelis heute mit großer Selbstverständlichkeit nach Deutschland kommen. Mein Name ist Sally und ich nehme am Kongress teil, weil Israel ein ganz besonderes Land ist. Jetzt aber kommt es darauf an, dass wir weitermachen und den Schwung aus dem Jubiläumsjahr mitnehmen in die Zukunft, um die kommenden 50 Jahre zum beiderseitigen Nutzen gemeinsam zu gestalten.